The moon. The brightest and largest object in our night sky. The moon makes Earth a more livable planet by moderating our home planet's wobble on its axis, leading to a relatively stable climate. We visited the moon half a century ago, and have not been back since. That's one small step for man, one giant leap for mankind. But there is still so much we don't know about the moon. We still aren't totally sure how the moon formed. There are still a lot of moon rocks left to analyze. We learned that water exists on the moon, but we don't know exactly how much. Are we ready to visit moon again? Are we ready to set up a colony for humans? We believe that this time has come. Mission Control, the bird has landed. Welcome to the moon. It's a whole new experience on this planet. You'll get used to it in no time. Well, not like you have a choice, you're stuck there for the rest of your life. Okay. I am kidding. I'm sure you were briefed on the reason you have to come to the moon for. But such a long time in the spaceship might have caused you to forget, so I'll give you a short briefing. You were sent here to build a colony for humans so that in the future we can populate and live on other planets and the moon. To accomplish this purpose, you have to build a self-sustaining infrastructure that can manage the basic life support systems. You also need to collect enough resources such as food, water, oxygen and raw materials and store them. I know that you're only a farmer and most of the things I just talked about are not in your area of expertise, but technology is ever evolving. You'll have all the resources at your disposal, you just have to go through the tedious task of mining them and processing them into useful materials. We also have some other bases from older expeditions with some useful resources in them. Don't worry, the owning countries of other bases won't sue you for taking their stuff. In fact, they volunteered their bases for the sake of humanity. Finally, the most important part of your job, farming. You were selected because you were one of the best farmers on Earth. Now then, let's get started. So, for all humans to survive on the moon, you will need to have basic stuff like water, air, and food. Correct? For that reason, we need to cover those needs. We have an old base not far from here. You can use a rover near you to drive to that old base. Don't worry, you can drive as fast as you want. We don't have police radars here yet. Oh. And you can press the T key to show the waypoints. Und damit, ihr Lieben, ein ganz herzliches Hallo bei einem völlig neuen Spiel, was ich euch schon lange mal angeteasert habe, nämlich das etwas andere Farming. Wie ihr es ja schon mitbekommen habt, wir sind hier auf dem Mond. Hier ist die Erde und ich bin, ja, echt krass gespannt, was uns dieses Spiel hier bieten kann. Denn wir wurden, wie ihr es ja schon
leider Englisch zwar ein bisschen mitbekommen habt. Ja, wir sind auf den Mond gekommen, einfach um hier eine Farm aufzubauen, um hier einfach ein bisschen... Ja, und wir wollen halt mal gucken, wir müssen jetzt auf alle Fälle erstmal den Rover finden. Da müssen wir so ein bisschen hinrennen. Wir haben rechts unten am Bildschirmrand unsere Icons. Ganz rechts seht ihr jetzt, wenn ich renne, irgendwann ist meine Kondition vorbei. Deswegen müssen wir hier ein bisschen, ein bisschen sachte machen, ein bisschen langsam machen. Und ich finde es echt krass, muss ich sagen, so vom Hin- und Hergucken. Ja, es sieht schon unfassbar schnieke aus. Und ich habe jetzt hier sogar die Settings ein bisschen runtergestellt, einfach weil das Spiel schon sehr aufwendig ist vom Aufnehmen her. Und ich wollte es euch auch einfach gerne in WQHD aufnehmen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach die Settings so ein bisschen nach unten gestellt. Man kann natürlich auch in Cinematic spielen. Dann sieht es natürlich richtig, richtig krass aus. Ne? Also das muss ich schon echt sagen. Okay, wir sind, wie gesagt, hier auf dem Weg. Wir brauchen noch ungefähr 600 Meter. Dann sind wir beim Rover. Und mit dem Rover fahren wir dann rüber ins alte Camp. Ne? Und da werden uns wahrscheinlich ein paar krasse Sachen erwarten. Wo wir halt mal gucken müssen, wie es dann dort weitergeht, beziehungsweise was wir dort machen müssen. Ich werde mich ja kurz jetzt erstmal erstmal kurz ein bisschen verschnaufen. Klar, das ist jetzt, die erste Folge wird jetzt wahrscheinlich einfach nur zum Rover laufen sein und gucken, wo der steht, beziehungsweise uns dann reinsetzen und dann mal da hinfahren zu der alten Station, genau. So, die Musik ist natürlich auch herrlich. Ich nehme es gerade auf, wo bei mir hier alles dunkel ist. Das macht es natürlich noch ein bisschen geheimnisvoller, noch ein bisschen mystischer, finde ich. Und das Spiel an sich hat eine Atmosphäre, die kaum ein Spiel bis jetzt irgendwo für mich gebracht hat, muss ich ehrlich zugeben. So, wir haben es fast geschafft. Es ist nicht mehr so weit. Wir rennen jetzt noch mal ein bisschen. Können hier auch so ein bisschen springen. Und hinter dem Hügel, denke ich mal, wird dann auch der Rover stehen. Ja, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. So, worauf müssen wir achten? Auf alle Fälle natürlich auf Essen, Trinken und Sauerstoff. Ne, wir müssen natürlich hier auch auf Sauerstoff gucken. Und das müssen wir natürlich alles herstellen. So, ich habe es ja schon mal ein bisschen angezockt. Ah, da steht der Rover. Sehr geil. Na, ich habe es ja schon mal ein bisschen angezockt, die ganze Geschichte. Und ganz, ganz cool gewesen. So, jetzt gucken wir hier mal ganz schnell, ob wir hier noch ein kleines Thumbnail machen können, vielleicht. Achso, nee, geht gerade nicht. Okay. Mal schnell ein kleines Thumbnail machen. Okay, aha, geht nicht. Das ist natürlich unschön. Anders machen wir es so. So, okay. Wir dürfen einsteigen mit F. Achso, wir müssen in der Nähe des Rovers sein irgendwie. Sind wir doch aber jetzt, oder? Jetzt. Perfekto. Ist das Ding nicht geil? Finde ich schon ziemlich krass. Okay. Dann wollen wir mal losfahren hier. Können wir da eigentlich einsteigen? Nee.
So, hier sind wir natürlich sehr schnell. Das ist natürlich absolut cool. Oh, manchmal bleibt man da ein bisschen hängen. Na komm, komm. So, das ist unsere... Genau. Still it is in good shape and you can find some nice stuff inside of it. And yeah, I bet you are wondering why this Cybertruck is here. Well, one of the famous technical guys from Earth has a hobby of shooting different cars into space. That's why now, head inside and use the computer to contact me. The signals will be much stronger that way. Genau, also wir haben wir müssen reingehen. Wir kriegen immer so kleine Videosequenzen, wie alles gemacht werden muss. Also hier ist die Schleuse. Ne? Wir müssen natürlich die Schleuse schließen, damit wir dann unseren Anzug überhaupt erstmal abnehmen können. Dann gehen wir rein in den Raum und dann gucken wir uns mal ein bisschen um und schauen mal, ob wir da ein bisschen was entdecken können. So, wir parken hier mal ab. Gut, dann sieht's doch schon mal ganz geil aus. So, wir haben hier, ich hab's ja schon mal ein bisschen angespielt, wir haben hier so gewisse Sachen, die wir einsammeln können, die wir abbauen können und so weiter und so fort. Dazu brauchen wir aber natürlich erstmal ein paar Gerätschaften. Die müssen wir uns herstellen und dann schauen wir mal. Also, wir gucken hier mal rein, schließen natürlich die Tür und jetzt können wir mit F... ist für einen alten Landwirtschaftssimulator-Spieler ein bisschen komisch, alles mit F zu machen. Aber okay. Gut, schließen wir mal die Tür. Hier ist jetzt der Computer, wo ich natürlich mit der Frau, die mir immer mit mir quatscht, also mit dem Commander, so ein bisschen in Verbindung bin. Hier ist some food, water and oxygen. They should keep you going for a while. First things first, you need to set up some basic life support systems. Let's start with the solar panel. Solar panels will absorb the sunlight, convert it into usable energy and store it in batteries. You have to three things to keep in mind when about a solar panel. Number one, always place solar panels where the sunlight can hit the glass panes, or else it won't generate any batteries. Number two, solar panel takes some time to collect enough energy to store in a battery, so be patient. You can always see how much time is required per battery from your heads-up display by standing close to a solar panel. Number 3. Solar panel has a storage compartment that is used to store batteries. Once the battery is generated, it can be retrieved from the storage compartment. Come and talk to me when you're done, or do you want me good luck? So, also grundsätzlich ist es so, wir brauchen, also wir haben ein Inventar und wir brauchen ein Solarpanel einfach, das müssen wir bauen, das sehen wir jetzt gerade hier und das müssen wir draußen bauen und damit können wir Batterien aufladen, denn wir brauchen hier natürlich für jegliche Maschinen, für alles, was wir betreiben wollen, irgendwo brauchen wir Batterien. Und die stellen wir natürlich mit dem Solarpanel her. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Ich glaube, das war hier drin. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Genau, wir haben hier das Solarpanel. Das ziehen wir uns hier hoch mal auf die 1. Dann haben wir noch ein Solarpanel. So, okay. Genau. Alles, was wir hier drin haben, können wir im Endeffekt benutzen. Wir könnten auch mal uns das hier zum Beispiel hochziehen. Ich habe mir das dann immer so gemacht, dass ich die Solar, also dass ich die Sachen mir so ein bisschen geordnet habe. Hier drüben zum Beispiel Esserei und Trinkerei. Hier so ein bisschen das lebenswichtige Zeug. Hier unten so diese Sachen, die wir bauen können im Endeffekt. So, dann gucken wir mal. Zack. So, wir machen die Tür auf, wir machen sie alle wieder zu, das ist am besten. So, wir dürfen nie vergessen, uns den Helm drauf zu machen, also den Anzug wieder ordentlich anzuziehen. So, und jetzt ist es im Endeffekt so, jetzt könnten wir grundsätzlich das Solarpanel vielleicht hier herstellen. So, wir drücken die 1.
Ich weiß nicht, ob wir das noch rotieren wollen, vielleicht so ein Stück weit. Wir stellen das einfach mal hier ab. So, gut. Haben wir gemacht. Das können wir jetzt öffnen. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier noch nichts groß hergestellt. Ist ja klar. Dazu gehen wir im Endeffekt wieder rein zum Commander. Öffnen die Tür ganz schnell mal. Ja, komm, mach zu. Jetzt. So. Hä? Genau. Zack, öffnen die Tür. Also das ist, wie gesagt, unsere Schleuse. Sollte mal irgendwann was passieren. So, ich fühle mich hier ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise, wenn ich ehrlich bin. Now you need to build a water extraction machine. Do you know that there is water on the moon? If you don't believe me, check Wikipedia when you get back to Earth. By the way, do you know, why does water never laugh at jokes? It isn't a fan of dry humor. Enough jokes, now on to building a water extraction machine. A water extraction machine will extract water from the moon's surface. The water that is extracted contains dirt and other harmful materials, so it can't be used as it is. More on that later. For now you need to keep four things in mind for water extraction machines. Number one, in order for them to work they need to be placed on the moon's surface. Number two, just like solar panels, it takes some time for a water extraction machine to extract water. Number three, once water has been extracted, it will be stored in the storage compartment of the water extraction machine. Number four, the water which is extracted is not usable, but I'll explain more about it later. Now go and build that water extraction machine. Report back when you're done, or do you want me to explain again? Good luck. Genau, also wir sollen eine Wassermaschine bauen im Endeffekt. Wichtig natürlich auch, dass wir Wasser irgendwie bekommen, denn wir brauchen Wasser, um gewisse Sachen herzustellen. Wir brauchen auch Wasser, um natürlich dann unsere Farm, die wir hier drüben aufbauen werden, zu bauen. Wir können hier später auch alles immer erweitern, also das Haus kann erweitert werden, und wir können unsere Farm, also unser Farming hier drin dann betreiben. Das heißt, wir können Karotten anbauen und so weiter und so fort. Also da geht's wirklich richtig zur Sache. So, wir bauen das Ganze vielleicht mal. Wir bauen es mal hier hin. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Commander natürlich. Gucken, was die noch von uns will. Und lernen somit ja natürlich auch das Spiel gleich mal ein bisschen kennen. Auch die ganze Steuerung natürlich. Und also ich finde es geil gemacht. Muss ich echt sagen. Es ist mal. Na komm, geh mal zu. Es ist mal Landwirtschaft oder Moonwirtschaft. Mondwirtschaft. Auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir können das Wasser filtrieren für die Pflanzen, ne? As I briefly mentioned before, the water from the water extraction machine is unusable. Genau, also dieses Wasser, was wir aus der Extraction-Maschine bekommen, die wir jetzt gerade gebaut haben, das kann man nicht so einfach verwenden, das muss man noch ein bisschen modifizieren. In order to make it drinkable and usable for farming, it needs to be filtered. Genau, wir müssen es noch filtern, damit es fürs Farming, also für die Pflanzen, ganz gut funktioniert und dass wir es überhaupt auch trinken können. Denn wir müssen trinken. Das ist ganz wichtig. Ich sehe es auch unten schon. Wir müssen langsam mal was tun. One thing to keep in mind is that it needs to be placed inside a structure to work. The temperature of the moon is not suitable for filtration. I'll explain how to use this machine later. For now, go and place a water filtration plant. Come back and talk to me when you're done or you need a reminder. Good luck. So, jetzt müssen wir mal gucken. Build a water filtration plant. So, das heißt, wir müssen eine. Warte mal, wir holen uns mal noch ein bisschen Wasser hier hoch. Denn wir könnten jetzt, also wir können jetzt mit der 3, ne, wir schieben das auf unsere Zahlen.
Auf der Tastatur. Und wenn ich ja jetzt auf die 3 drücke, dann haben wir unten Wasser wieder aufgefüllt. So sieht's aus. So. Gut. Ich würde sagen, wir stellen die ganze Geschichte mal hier in die Ecke rein. Und haben schon wieder das nächste geschafft. Jetzt geht's darum, um Atemluft natürlich zu haben, denn auf dem Mond haben wir nicht viel Atemluft, beziehungsweise gar keine zur Verfügung. Und wir müssen natürlich Oxygen extrahieren. Just like the water filtration machine it needs to be placed inside a structure to work. Oxygen extraction machine will extract breathable oxygen from dirty water. So, das heißt also, wenn wir draußen dieses Wasser im Endeffekt von der Mondoberfläche gewinnen, dann kriegen wir schmutziges Wasser. Und wir können aus dem schmutzigen Wasser Oxygen raus extrahieren. Ne? Das ist das, was wir fürs Luftholen im Endeffekt brauchen. I'll teach you how to use this machine later. For now, place it and report back when you're done. So, jetzt gucken wir hier wieder rein. Gucken mal, ob sie das hier schon drin hat. Genau. Oxygen haben wir hier. Das wird vielleicht auch ganz wichtig, dass wir das mal nehmen. So. Dann würde ich sagen... Stellen wir das einfach mal hier daneben ab. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch war sogar. Nee, ich glaube, das müsste sogar passen. So, wir gehen wieder zum Commander, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir machen hier aber erstmal einen kurzen Cut und gehen in der nächsten Folge dann weiter und gucken mal, was wir noch alles bauen können, so auf die Schnelle jetzt, und wie dann diese ganzen einzelnen Elemente ineinander greifen. Da kommen noch extrem spannende Sachen, glaubt's mir. Also da wird's noch richtig, richtig spannend. Also bis dahin, wenn's euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Däumchen da, knallt ein Abo rein. Vielleicht werden wir's auch auf Twitch mal streamen. Mal gucken. Bis dahin, euer Sven, macht's gut. Tschüss und ciao.